Tja, auch im Haus Sommerwind nutzen wir den Winter natürlich zum Renovieren und naja, wollen wir gestrichen werden. Und weil ich jetzt aktuell nicht weiß, ob der Baumarkt offen hat oder nicht, das ist ja mit diesen G-Regeln immer so eine Sache, habe ich mal bei Epodex meine Farbe bestellt. Ja, mal gucken, wie es an der Wand aussieht. Noch sieht es ein bisschen schweinchenrosa aus, aber ich kann zumindest sagen, meine Frau hat die Farbe ausgesucht und nicht ich. Also, ja, und bei Epodex kriegst du eben alles, was du brauchst, da kriegst du die Farben, die angeblich auch irgendwie mehr Acrylat drin haben, um besser zu decken und so ein bisschen abwaschbar zu sein. Und ja, Rollen und sowas, Pinsel kriegst du auch. Und Oh, Klebeband auch. Klebeband auch. Hier den Türrahmen abgeklebt. Da hier vorher war so ein ja, Orangeton dran. Ne? Mal Und jetzt schaue ich gucken wir mal. mal, jetzt streichen wir Malve. Auf jeden Fall deckt es schon mal. Weil wir haben ja auch so ein paar Wände, wo nachher richtig krasse Farbe runter ist. Und dann hoffe ich mal, dass ich die auch mit einem Anstrich überdeckt kriege. Wir werden sehen. Also ich habe mir hier nicht Schweinchenrose ausgesucht, ich habe mir Malve ausgesucht. Ja, mal gucken, es muss erstmal trocknen, dann sehen wir, ob es geklappt hat. Aber das ist natürlich praktisch, wenn ich hier das Handy halte, dann brauche ich Ja. nicht mitstreichen. Das ist ja total praktisch. Du kriegst gleich einen Pinsel und darfst die Weil Wände an. ich kann mich heute nicht zeigen. Ich habe hier meine, ne, passend zur Wandfarbe, meine Schweinchenrose. Jogginghose angezogen, die älteste, die ich gefunden habe, weil es kleckert ja doch immer so ein bisschen beim Streichen. Die Maler werden jetzt wieder sagen, ach du Scheiße, fängt der mitten in der Wand. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, aber gut, Gott sei Dank bin ich kein Maler. Guck Ja. mal, gut abgeklebt, du brauchst noch nicht mal die Ränder im Pinsel machen. Ach, das werden wir sehen, wenn wir das Klebeband abmachen. Ja, das klappt schon. Aber erstmal deckt es ganz gut. Würde ich auch sagen. Also es ist ja jetzt relativ hell, was da drunter ist. Wir haben noch, kann ich euch ja schnell mal zeigen. Wir gehen mal hier durch. Wir haben hier noch so eine richtig schöne krassrote Wand. Ich fand das mal toll, schon ein paar Jährchen her. Da orange, da soll nachher so ein Silbergrau drüber. Und für die Wand hat sich mein Mann Verkehrspurpur ausgesucht. Und die muss was können, die Farbe, die da drüber kommt nachher. Na gut. So, dann muss ich, glaube ich, jetzt erstmal hier ein bisschen mitstreichen. Genau, du bist groß, du gehst nach oben, Mann, und streichst Genau. unter der Decke lang. Ich bin hier, ja. Größer als mein Mann, muss dann immer oben die Kanten streichen. Na gut, dann wir zeigen euch bestimmt ein paar Zwischenschritte. Bis später. So, Schatz, Video läuft. Also, wir haben jetzt hier schon ein bisschen. Ah, hier im Licht sieht man gar nicht, wie die Farbe ist. Ja. Also die Deckkraft ist der Hammer, das ist Ja, burnermäßig. kein Vergleich zum Baumarktzeugs. Nee, also echt. Ne, wir sind hier einmal rübergegangen. Also da kann auch Renovo und Dulux oder wie sie heißen nicht so wirklich mithalten. Und sonst hat man immer das Problem, dass man die untere Farbe immer noch so ein bisschen durchsieht und gar nichts, überhaupt nichts. Ne, also lässt sich echt cool streichen. Echt super. Und fix, ne? Jo. Ja, wo sind wir Und jetzt bei? Halbe Dreiviertelstunde? warte, ich gucke auf die Uhr. Oh, 20 Minuten. Nein. Ja, 20 Minuten. Ja, also wirklich sehr, sehr geil. Und was ich total cool finde, sie stinkt überhaupt nicht. Ja. Normalerweise hat man immer, das so stinkt denn, wenn du streichst, ne? Dann brauchst du erstmal eine Woche, bis du den Gestank wieder raus hast. Und nee, echt super. Also, mein Mann ist jetzt von der Farbe nicht begeistert. Ja, ist nicht ganz so, wie es mir Es ist ja noch nicht ganz trocken, ist noch warten nicht wir ganz ab. trocken, genau. Also ich habe die Farbe ja ausgesucht, ist Malve. Ne? Wer Malve kennt, das ist so ein, ja, so ein Pastell-Lila, Wäre irgendwas gedönst. Beere, irgendwas Gedöns. Ja, ach, passt schon. Hier kommen ja nachher noch wieder Bilder ran und so und dann, ja. Also ich denke mal so, in einer halben Stunde sind wir durch. Wir haben hier noch so zwei Wände. Also eine Wand eigentlich nur noch. Ja, und dann machen wir Feierabend für heute, ne? Ein Zimmer reicht für einen Tag, ne? Genau. Und ich habe gerade zu meinem Mann gesagt, also wir dürfen hier gar kein Video laufen lassen, wenn wir beide streichen, weil das war eben alles nicht mehr jugendfrei, ne? Also seid froh, dass ihr unser Gequatsche die ganze Zeit nicht hören müsst. Ich mache dann jetzt hier wieder Stopp und wir quatschen weiter blöd weiter, ne? Bis denn. So, Flur ist fertig. Nicht unbedingt mein Farbton, aber super gedeckt. Und jetzt geht's weiter.
an die Stubenwand. Ja, das ist ja jetzt der ähnliche Farbton wie das, was wir schon dran haben. Ja, aber der ist kräftiger, ne? Der ist dunkler, Ich weiß keine ja. Ahnung, wie der heißt, aber. Den haben wir selber zusammengemischt. Ach so, Ja. okay. Naja, wichtig hier ist noch um die Deckkraft, dass wir noch einmal streichen müssen. Genau, es sind halt schon so ein paar schadhafte Stellen dran da oben. Hat sich den Balken gelöst, der Träger. Und naja, jetzt streichen wir es halb über. Jetzt haben wir die Farbe da und jetzt wird es Auf jeden mitgestrichen. Fall. Ne? Gut, dann legen wir mal los. Abgeklebt hat mein Mann gestern schon. Ja, war ich fleißig. Ja, und dann wird jetzt gestrichen. Mal gucken, wie lange wir brauchen. So, Flur ist fertig. Nicht unbedingt mein Farbton, aber super gedeckt. Und jetzt geht's weiter an die Stubenwand. Ja, das ist ja jetzt der ähnliche Farbton wie das, was wir schon dran haben. Ja, aber der ist kräftiger, ne? Der ist dunkler, Ich weiß ja. keine Ahnung, wie der heißt, aber. Den haben wir selber zusammengemischt. Ach so, Ja. okay. Naja, wichtig hier ist noch um die Deckkraft, dass wir noch einmal streichen müssen. Genau, es sind halt schon so ein paar schadhafte Stellen dran da oben. Hat sich den Balken gelöst, der Träger. Und naja, jetzt streichen wir es halb über. Jetzt haben wir die Farbe da und jetzt wird es Auf jeden mitgestrichen. Fall. Ne? Gut, dann legen wir mal los. Abgeklebt hat mein Mann gestern schon. Jo, war ich fleißig. Ja, und dann wird jetzt gestrichen. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Gut, ja, vom Flur angefangen. Ja, also sind auch keine Flecken übrig geblieben. Alles schön gleichmäßig. So. Ja, Stubenwand ging auch ratzifatzi. Eine Stunde haben wir gebraucht. Das ging echt super und es reicht wirklich ein einmaliger Anstrich. Da kannst du nicht meckern. Schalter, Steckdosen habe ich auch schon wieder angebaut. Ja, ganz besonders geil fand ich ja das Kreppband. Das habe ich im Flur ja zuerst benutzt, dann habe ich es wieder abgemacht. Da hängen sie noch. Ja, und Da. jetzt habe ich schon die Tür damit noch abgeklebt. Ja, und vorhin, ich habe sie ja an die Seite dran geklebt, habe sie dann wieder abgemacht und an die andere Seite geklebt. Also das Zeug, das hält wie Bolle. Ja, und es war ja im Flur schon dran. Es war im Flur auch schon dran, Ja, ja. ja. Ne? Also, So, aber top. jetzt folgt der Endgegner. Ja. Und zwar hier. Die krasse rote Wand. Was kommt da jetzt Verkehrspurpur ran? Ja, das hast du Das habe ich ausgesucht. ausgesucht, genau. Also da bin ich jetzt nicht schuld. Also Verkehrspuppe wird auf jeden Fall besser aussehen als Rot, Feuerrot oder naja, Feuerrot ist es nicht. Keine Ahnung, was für ein Rot das ist. Aber sehr rot. Ja, Verkehrspurpur und da was jetzt orange ist, das wird dann silbergrau. Na, ich wollte Ja. einfach zu dem Verkehrspurpur, weil das hat mein Mann drauf bestanden. Ich wollte es nicht, aber er unbedingt. Und dazu habe ich gedacht, da muss irgendwas Gedecktes, also silbergrau. Ja, pass auf, Verkehrspuppe sieht bestimmt besser aus als Malve. Das glaube ich nicht. Wir Na schauen. gut. So, das hat super geklappt. Ich musste nur hier, wo, dann, wo wir nochmal weiß übergestrichen hatten, da musste ich noch ein zweites Mal rüber. Aber ich habe wirklich nur den Streifen gemacht und selbst das sieht man nicht, dass da nochmal rübergegangen wurde. Also komplett fleckenfrei, saugeil. Ja, also wirklich das Rot perfekt überdeckt. Und was ich aber finde, ist es wirklich, je nachdem von wo du guckst, hat das eine andere Farbe, finde ich. So, jetzt kommt hier Jetzt muss drauf das und. hässliche Orange überstrichen werden. Oh, es sieht so grausam aus. Und das Schöne ist, das darf alles Frauchen mit dem Pinsel hier so. Arsch, ey. Also auch das Abkleben hat nicht so ganz hingehauen. Naja, müssen wir jetzt schön vorsichtig rüber. Ich mache da die Fläche und Ja. Frauchen die Feinarbeit. Der Mann fürs Grobe und die Frau fürs, Ganz ne? genau. Okay, los geht's.
So, fertig. Geschafft. Naja, die Flur habt ihr ja schon gesehen. Der ist gut geworden, auch wenn es nicht mein Farbton ist. Aber je nach Sonneneinstrahlung ändert er sich ja ein bisschen. Ach komm, der sieht gut aus. Er ist auf jeden Fall frisch und Auf schön. jeden Fall frisch, das stimmt. Na, auch der Übergang hier zur Küche, das passt super mit dem Blau. Ja, Stube Dann. ist, muss ich sagen, wenn die Sonne drauf scheint, also jetzt so mit Sonnenlicht etwas hell. Ja, also er wirkt hier in der Stube ganz anders wie auf dem Flur, ne? Ja, Also Wahnsinn, ne? wenn man jetzt hier mal so guckt und dann so. Je nach Lichteinfall. Ne? Also hier wirkt sie viel heller, aber es ist die gleiche Farbe. Ja. Ne? Aber schön. Die So, Wand die haben wir Wand haben wir auch. nur geweißt. Ne? Ratzi, fazi, einmal drüber. Jo, also Ne? das Auch kann ich hier. empfehlen. Wir haben auch im Nachhinein nochmal Löcher mit Acryl zugemacht und Ja. dann nochmal mit der Farbe drüber gegangen. Genau, hier glaube ich war eins. Ja, und man sieht nichts. Perfekt. Also mit einem Anstrich top. Und es riecht nicht nach Farbe. Ich kann es gar nicht oft genug erwähnen, weil das finde ich immer so extrem wichtig, auch wenn man in seinen Privaträumen mal ein Zimmer streicht. Du willst nicht, dass es 5 Tage nach Farbe riecht. So, Ja. hier ist das Schlafzimmer. Hier ist das Verkehrspurpur, was mein Mann unbedingt Ja, wollte. also das finde ich auch super. Also gerade wenn ich jetzt hier stehe, das hat auch hier wieder eine andere Farbe als da. Ja, das müsstest du mal jetzt hier auf dem Bildschirm sehen, Siehst weil da du? hinten in der Ecke, wo das Licht drauf scheint, sieht es rosa aus. Ja, und hier lila, ne? Und da lila, ja. Wahnsinn, wie das so die Farbe wechselt. Ja, also richtig cool. Ja. Ne, auch wir hatten ja echt Angst mit dem Rot, was da drunter war. Da war ja so ein knalliges Rot drunter, wenn ihr euch erinnert. Und ja, wir mussten einige Stellen noch ein zweites Mal rüber, aber das war überhaupt kein Thema. Das lag auch eher an dem Rauputz, weil da denn sich immer so Luftblasen gebildet Ja, haben. ich hatte ganz oben hatte ich eine Acrylfuge dran, da musste ich ein zweites Mal mit Pinsel dran. Genau, aber hat es perfekt überdeckt. Man sieht das Rot gar nicht mehr. Das Rot war auch extrem fleckig. Das jetzt ist überhaupt nicht fleckig. Ja. Und dann da hinten die silbergraue Wand. Ja, auch sehr schön Auch sehr geworden. schön, ne? Und da war ja nur Orange hinter. Top überdeckt. Ne? Also, Also ja, also auch da wirklich. musste ich, hier hatten wir einen weißen Streifen hier lang. Da musste ich auch ein zweites Mal lang gehen. Aber ansonsten die Flächen super. Ja. Nee, also ich finde, es ist wirklich schön geworden. Ja. Und die Farben sind super. Jo. Also eigentlich kann man nichts beanstanden, überhaupt Naja, doch nicht. eins würde ich beanstanden, und zwar, wir haben jetzt so viel übrig, dass wir, glaube ich, in einer anderen Wohnung weitermachen müssen. Ja, das stimmt. Also sehr ergiebig die Farbe, dadurch, dass man ja nur einmal streichen muss. Stimmt, also man gibt ja dann Ne? die Quadratmeter an Ja. Wir haben und eigentlich so die Farbe, wie wir Quadratmeter brauchten, aber es ist wirklich sehr, sehr viel übrig geblieben. Aber da ich die Farben wirklich schön finde und auch die Farbkombination schön finde, machen wir unten in der Ferienwohnung einfach weiter. Jo. Weil wir brauchen jetzt keine Farbe wegschmeißen. Oh, mein Mann ist begeistert. Ja, ich freue mich. Oh, ich hasse Streichen, genauso wie mein Mann, Naja, aber nö, ich schmeiß die jetzt nicht weg, die auf Farbe. gar keinen Fall, die wird jetzt verarbeitet. Genau. Aber das zeige ich euch nicht mehr. Nein. Also, Daumen hoch. Ja. Ne? Also begeistert. Schöne Farbe. Schöne Farben. Ne? Und lässt sich super verarbeiten. Wieder mal ein Pluspunkt für Evodex. Bis denn.